Habt ihr euch schon diesen hübschen Schiffsbauer-Schreinertisch geholt? Der Schiffsbauer-Schreinertisch ist mit dem DLC Firesong Galen ins Spiel gekommen. Eine der Spuren war zunächst verbuggt. Das Ganze wurde jetzt kürzlich gepatcht. Das heißt, ihr könnt euch ans Werk machen, falls ihr das Ganze noch nicht habt. Ist kostenfrei, sieht recht hübsch aus. Ist ein Schreinertisch. Ist quasi von der Optik her ist der Tisch gedoppelt. Hinten ist nochmal so ein Zeichentisch, sage ich mal, dran gestellt worden. Da sind so Skizzen von Schiffen aufgelegt. Könnt mir vorstellen, dass man das im Eigenheim auch irgendwie als Ingenieurstisch oder als Architektentisch irgendwie verwenden könnte. Oder ihr benutzt das ganz einfach als Schreinertisch. Ne? Ihr braucht dafür lediglich drei Spuren. Was ihr haben müsst, um das Ganze ausgraben zu können oder um das Ganze überhaupt bekommen zu können, ist das Kapitel Hochinsel, den DLC Firesong sowie das Kapitel Greymoor müsst ihr haben, um Zugriff zu haben auf das Antiquitätenhandwerk. Im Antiquitätenhandwerk selbst müsst ihr auch relativ weit fortgeschritten schon sein für die goldenen Spuren, die hier zu finden sind und auszugraben sind. Ihr benötigt lediglich drei goldene Spuren. Das ist recht überschaubar vom Arbeitseinsatz her. Die erste goldene Spur, die wir uns dann hier holen werden, vielleicht habt ihr schon eine goldene Spur, auf die komme ich dann gleich drauf zu. Die erste goldene Spur, die wir uns holen werden, ist in Hochinsel auf der kleinen Insel Amenus im dortigen öffentlichen Verlies. Hier müsst ihr den Endgegner quasi finden. Das ist ein bisschen kompliziert. Hier habe ich mich ein paar Mal verlaufen. Ich zeige es euch mal so ein bisschen auf der Map, wie man da hinkommen kann. Man muss einmal hier so oben rum und dann über so einen Weg dann hier reinlaufen. Ich hoffe, ihr findet das. Beim Endgegner selbst droppt die Spur relativ schnell. So war jetzt meine persönliche Erfahrung dazu gewesen. Die zweite Spur, die ihr benötigt und gegebenenfalls auch schon habt, falls ihr gelegentlich Galen besucht, ist bei den dortigen Gebietsdailies könnt ihr das bekommen als Belohnung in den dortigen Kisten, wenn ihr das abgebt. Da ist dann die Spur enthalten, das ist dann die mittlere Spur, zumindest ist es auf der PlayStation die mittlere Spur. Ich hoffe ja mal, dass das plattformunabhängig ist, das Ganze. Das ist die zweite Spur. Und die dritte Spur bekommt ihr in der Kanalisation von Wegesruh Teil 2 beim Endgegner, beziehungsweise bei den beiden Endgegnern. Nach meiner Erfahrung mit zwei weiteren Leuten, das Ganze natürlich jetzt nicht repräsentativ, sollte spätestens beim zweiten, dritten Mal die Spur droppen, wäre ja ein relativ überschaubarer Arbeitsaufwand für diesen hübschen Schreinertisch. Dann habt ihr alle drei Spuren, dann müsst ihr nur noch ausgraben. Und dann ist die Antiquität komplett. Ihr könnt euch diesen tollen Tisch dann in euer Eigenheim stellen ja, Spaß daran haben. Das wird vermutlich das letzte Video sein, was ich vor Weihnachten veröffentlichen werde. Von daher wünsche ich euch ein frohes Fest. Falls wir uns bis dahin nicht mehr sehen und hören, einen guten Rutsch. Bleibt gesund und bis bald. Ciao.